Alexander Holzmann, Sie sind Verleger in dritter Generation von Holzmann Medien, einem Fachverlag, der unter anderem die Deutsche Handwerkszeitung herausgibt, aber auch mehr als ein Dutzend anderer handwerksspezifischer, also hauptsächlich handwerksspezifischer Fachzeitschriften. Wie steht es denn um Ihre eigenen handwerklichen Fähigkeiten? Ganz schlecht. Also ich komme nicht in Verdacht, den Handwerkern die Arbeit wegzunehmen und bin daher aber besonders geeignet natürlich, den Handwerkern auch eine Plattform zu bieten, wie sie Fachinformationen kriegen. Aber ich selber kann, ich würde sagen, wie man so schön sagt, noch nicht mal einen Nagel in die Wand schlagen. Also man trifft Sie nicht am Samstag im Baumarkt? Überhaupt nicht, nein. Eher noch meine Frau wahrscheinlich. Ich habe gesagt, Sie leiten den Verlag jetzt in dritter Generation. Stand denn für Sie jemals in Frage oder zur Überlegung, irgendetwas anderes zu machen? Ja, das war sogar ganz kurz mal der Fall, weil ich war noch einer der Personen, die Zivildienst gemacht haben, statt der Bundeswehr damals, habe dann Rettungswagen gefahren und bin da etwas in die medizinische Richtung gegangen und habe dann auch mal so einen Mediziner-Vorbereitungstest gemacht, aber habe es dann doch nicht weiter verfolgt und bin dann doch, habe gesehen, dass ich ein bisschen in die journalistische Richtung neige. Und bin dann doch wieder diesen Weg in Richtung Verlag, Journalismus und so weiter gegangen. Die Publikumszeitschriften leiden darunter, dass zunehmend die Auflagen sinken. Wie sieht es denn bei Ihnen als Fachverlag aus? Sind die Handwerker Ihnen treu? Es ist schon auch schwieriger geworden. Das Abo-Geschäft, die Abo-Bindung, Abo-Neugewinnung, das ist schon zäher geworden, das muss man schon sagen. Die Zielgruppen selber werden ja auch nicht größer. Die Betriebszahlen haben sich jetzt auf einem gewissen Niveau eingependelt. Also man kämpft eigentlich die, sagen wir mal, auch Betriebe mal stilllegen oder wo kein Nachfolger da ist, die fallen natürlich als Abonnenten weg und allein die zu ersetzen, das kostet mehr und mehr Mühe und Geld. Insofern ist man auch im Fachzeitschriftenbereich bemüht, überhaupt den Rückgang irgendwo zu kompensieren. Bei den Handwerksbetrieben, die es noch gibt, wie sehr sehen die denn die Notwendigkeit, eine ihrer Zeitschriften weiterhin zu abonnieren? Ja, es gibt natürlich schon gerade bei den Fachzeitschriften, gibt es schon immer noch das Bedürfnis, die bewegen sich ja auch in innovativen, wandelnden Märkten und die Betriebe, die wirklich am Markt bestehen wollen, die müssen sich heute schon auch informieren und das bekommen sie eben nicht alles von Herstellern, sondern sie brauchen eigentlich auch jemand Neutralen, der Informationen sichtet, aufbereitet und ihnen einen gewissen Kompass gibt. Handwerk an sich ist ja ein sehr analoges Gewerk. Wie sieht es denn bei der Nutzung aus, Print und digital? Dominiert da immer noch Print? Ja, das kann man schon sagen. Wie Sie eigentlich schon ein bisschen beschreiben, ist der Handwerker ja auch ein haptischer Mensch. Er arbeitet mit den Händen. Wir haben das Bild schon noch, unsere Unternehmer im Handwerk sind ja auch keine 20 Jahre alt, sondern so im Durchschnitt vielleicht 35, 40 bis 60, 70 vielleicht. In der Range hat man schon noch, ist man aufgewachsen mit Print, will auch noch was in der Hand halten, glaubt auch was, was man schwarz auf weiß sieht. Allerdings gibt es natürlich auch nachwachsende Generationen, die vielleicht anders umgehen mit den Medien. Darum sagen wir immer, man muss beides machen letztendlich. Aber Print hat im Handwerk durchaus noch eine Berechtigung und wird es auch noch einige Jahre haben, speziell auch in dem Aus- und Weiterbildungsbereich, in dem wir ja auch mit der Handwerkerfibel für die Meisterprüfung ein Werk haben. Auch da muss man Print und online gehen, aber zum Lernen ist schon auch ein Printobjekt noch ganz sinnvoll. Und für Sie ist Print weiterhin die Cash-Cow? Es wird zunehmend beides sein, also Print, was heißt beides? Print ist der Kern der Marke, aber drumherum gibt es weiterhin auch wachsende Felder, die sicherlich vielleicht eher stagnierende bis rückläufige Printumsätze kompensieren sollen. Das können im einen Bereich mal Veranstaltungen sein, das sind sicherlich auch die digitalen Erlöse. Wir haben in der Deutschen Handwerkszeitung inzwischen auch über 1 Million Visits im Monat. Auch da lässt sich natürlich was draus machen. Also es wird breiter, das Feld. Publikumsverlage bieten dazu dann zum Beispiel CD oder Buch oder auch Weinkollektionen an. Wäre das auch was für Sie? Vielleicht nicht Wein, sondern eher Werkzeugkoffer oder Baumaschinen? Ja, auch da machen wir erste Versuche. Wir haben einen Holzmann Medien Webshop und da können Sie ja mal schauen. Sind nicht nur Bücher und Zeitschriften, sondern inzwischen auch andere Produkte, die wir testen. Und da sind wir sicherlich noch am Anfang, aber wir hatten auch schon
ich glaube, einige hundert Packungen Nudeln verkauft, die in Hammer- und Ambossform und Zangenform waren, die dann zum Handwerk gepasst haben. Turi 2 TV, Medien und Marken live.